Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute an der Geislinger Steige, schreiben den 20. November 2021. Schauen wir mal, was uns heute hier alles so erwartet. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesem Video. Baureihe 111 mit ihren Dostos Richtung Geisling an der Steige. Die Steilstrecke der Eisenbahnrampe im Zuge der Vilstalbahn, ein Teil der Hauptstrecke zwischen München und Stuttgart. In einigen Quellen wurde sie als steilste Hauptbahn Europas bezeichnet. Die am östlichen Talhang verlaufende Eisenbahnrampe ist 5,6 Kilometer lang und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 112 Meter. Die Kurvenradien gehen bis auf 278 Meter herunter. Der Streckenabschnitt ist somit nach den Standards für Gebirgsbahnen trassiert. Zwischen Geisling an der Steige und Amstetten steigt die Strecke dabei mit bis zu 22,5 Promille an. Sie gilt als die erste Gebirgsquerung einer Eisenbahn in Kontinentaleuropa. Jetzt kommen wir zum ersten Highlight des heutigen Tages, Doppeltraktions V18 vor IC oder EC Richtung Österreich. Danke an den TF und schöne Grüße zurück. Und gleich darauf folgte das zweite Highlight der Deutschland-ICE.
Und somit folgte das dritte Highlight des Tages. Wieder ein EC Richtung Stuttgart mit 2218ern. Am Anfang die Schlumpfblaue der Press und die zweite war eine DB218er. Go ahead Richtung Ulm. Baureihe 145 schiebt ihre Dostos den Berg hinunter Richtung Geislingensteige, dann weiter nach Stuttgart. Baureihe 111 zieht ihre Dostos den Berg hinauf Richtung Ulm und mit dem ICE, der jetzt folgt Richtung Ulm, möchte ich mich dann heute von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, empfiehlt meinen Kanal weiter, teilt und liked das Video. Im Anschluss folgt jetzt noch die Fotobox. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Andreas L.